when it's just you, well, times can be tough. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem Video von mir. Wir machen heute ein Unboxing. Und zwar, ich habe mir ein Stativ bestellt. Also sorry für diese Kameraaufstellung, aber ich habe jetzt noch kein Stativ und ich muss es erstmal noch auspacken. Dann habe ich auch ein Stativ und dann habe ich auch wieder bessere Qualität und so weiter. Auf jeden Fall geht es um das Albert, also Albert kann man hier sehen, Albert Stativ. Und das ist ein Midsize Tripod. Es hat mich 30 Euro gekostet bei Amazon. Das ist, die Höhe sind 54 cm, die maximale Höhe sind 176,5 cm. Die Folded-Height sind 57 cm. Man kann es mit 4 Kilo belasten. Es wiegt 1,65 Kilo. Und ja, die Beine sind 26,5 mm lang und in 4 Sektionen eingeteilt. Das ist halt ein ganz normales Standard Tripod-Stativ, sag ich mal, für Kameras. Und also auch 360 Grad Winkel, also hier kann man alles einstellen. Ist sehr gut befestigt und alles. Der Koffer ist jetzt nicht dabei, aber ne, ist jetzt nur so ein Beispiel sozusagen. Und ich würde sagen, packen wir das mal aus. Moment. Bin auch nicht so der Unboxing-Profi, ne? Das wisst ihr ja. Und es wird auch bald besser werden, weil dann werde ich das nicht mal mit, wie soll ich das, mit Webcam aufnehmen, sondern mit meinem Handy. Wo auch bald noch Neues kommt. So, hier ist weiter nichts drin. So, hier haben wir eine schöne Tasche. Extra für Stativ, das finde ich sehr gut, sehr schön. Machen wir sie mal aus. So. Also echt toll, dass hier noch eine Tasche dabei ist. Also sieht man ja auch nochmal Albert-Logo, ne? Und so, packen wir die mal weg. So, dann haben wir hier das Stativ. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich alles raufkriege. Weil. Ja, also. Ja, ich habe jetzt nicht so viel Spielraum mit der Kamera. Ist jetzt nur eine Webcam. Ich hoffe, das reicht. Also, hier kann man nochmal schön ganz sehen. Albert. Sieht sehr schön aus in schwarz. Gibt auch noch mehreren Farben. Moment. Ich löse mal kurz die Kamera. Also, so sieht das Stativ aus. Vielleicht mal von oben. So sieht das von oben aus. Kann man alles einstellen. Moment, muss man hier mal losdrehen, glaube ich, war das. Oder irgendwie, weiß ich gerade nicht genau. Doch, genau so. Und dann hat man hier, kann man so hoch runterstellen. Das kann man noch hier richtig lose machen und so weiter alles. Kann man alles einstellen. Hier kann man halt diverse Geräte drauf machen, die alle so ein Viertel Zoll Gewinde haben. Ich sehe doch mal. Hallo? Genau. So. Ich hoffe, die Qualität ist nicht allzu schlecht, sag ich mal. Und es ist ein Haken, da kann man Gewichte befestigen, damit das besser steht. Hier sind die Schellen zum Aufmachen. Hier. Das ist halt ganz normal Stativ. Kann man halt dann alles ausfahren, das kann ich jetzt schlecht machen, weil ich keinen, wie gesagt, keinen festen Stand habe für irgendwie, wie heißt das, für Kamera halt. Dann werde ich dieses Stativ benutzen, damit ich halt bessere Unboxings machen kann und so weiter. Dann habe ich auch mehr Spielraum und mehr Möglichkeiten, sag ich mal. So, gehen wir mal wieder in die Ausgangsposition zurück. So, ich habe nämlich noch hier so eine schöne Halterung, die ist fürs Handy gedacht. Und die habe ich mir auch bei Amazon bestellt. Ich glaube, ich habe bezahlt 3,99 €. Und da kann man dann einfach sein Handy, sag ich mal, Moment. Also so sieht die Halterung aus. Sieht, ist ja ganz billig gehalten, sag ich mal. Auch wieder mit so einem Gewinde. Da kann ich das nämlich dann gut aus Stativ rausschrauben. Das sieht dann in etwa so aus. Also okay, sind jetzt viele Fingerabdrücke drauf und so weiter. Ja, mein Handy ist ein bisschen kaputt. Ja, nichtsdestotrotz, ne? Funktioniert halt.
Und ich kriege auch jetzt, oder ich hole mir jetzt demnächst ein neues Handy. Wahrscheinlich das LG V30, weil es halt einen extrem geilen Weitwinkel hat und eine extrem geile Kamera und Videofunktion. Und ja, da werde ich damit dann sozusagen die Videos aufnehmen. Nicht mehr dann immer mit der Webcam. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen ein paar mehr Optionen und so weiter. Und ja, war jetzt auch nicht teuer zusammen. Ich glaube, zusammen habe ich ungefähr 40 Euro bezahlt. Ich meine, das ist, denke ich mal, machbar, ertragbar. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.